So, also ein Beispiel zur Mitternachtsformel, wo eine Lösung rauskommt. Mitternachtsformel benutzt man immer, wenn man so eine quadratische Gleichung hat, die man 0 setzen muss. Also vor dem x-Quadrat irgendeine Zahl hat, hier a, vor dem x irgendeine Zahl hat, hier b, und hier irgendeine Zahl alleine hat, dann kann man diese Formel hier nehmen. Wir haben hier mal ein Beispiel: x-Quadrat minus 6x plus 9 gleich 0. Vor dem x-Quadrat steht nichts. Nichts heißt es nicht, dass a 0 ist, sondern a ist hier 1. Man hat ja ein x-Quadrat. Wäre a 0, hätten wir ja gar kein x-Quadrat. Dann können wir es ja weglassen. Also hier ist a. Schreiben wir es auf in grün. A ist 1. So, dann gehen wir mit b weiter. B ist hier minus 6. Vergesst auch nicht das Vorzeichen, also dieses Minus aufzuschreiben. Gut, kommen wir zum c. C ist 9. So, jetzt können wir die Mitternachtsformel einfach machen. Ich scrolle mal ein bisschen hoch. Also x1, 2 ist gleich. Mache den Bruchstrich mal schon ein bisschen länger. Wenn ich noch länger brauche, kann ich ihn immer noch verlängern. Also jetzt steht hier minus b. Da muss man aufpassen. B ist minus 6. Das darf man hier nicht minus 6 hinschreiben, dann ist es minus minus 6. Also plus 6. Plus minus. B ins Quadrat, also minus 6 hier ins Quadrat. Minus 6 im Quadrat ist minus 6 mal minus 6. Also minus mal minus gibt wieder plus. Und 6 mal 6 gibt 36. Gut, minus 4 mal a ist 1, mal c ist 9. Und unten steht 2a, also 2 mal 1, also 2. Das heißt, Bruchstrich mal ein bisschen länger, gibt 6 plus minus Wurzel 36 minus 4 mal 1 mal 9 gibt 36, also wieder minus 36. Und wir sehen hier, 36 minus 36 ist 0, Wurzel 0 ist auch 0. Das heißt, da steht dann 6 plus minus 0. Und egal, ob man es plus 0 rechnet oder minus 0, da kommt immer dasselbe raus. Also gibt es nicht zwei Lösungen, sondern gibt es nur eine. Das kann man hier jetzt schreiben: x. Braucht man nicht mehr 1, 2 schreiben, denn man weiß, es kommt nur 1 raus. Man könnte hier auch x1 schreiben, aber so reicht es auch. 6 geteilt durch 2 ist 3. Das heißt, ich habe nur eine Lösung, die ist 3. Dann bin ich fertig. So, wir wollen jetzt mal gucken, wie das aussehen würde, wenn dieses x² minus 6x plus 9 eine Funktion wäre, die man zeichnet. Habe ich hier unten mal vorbereitet. Ich habe die Funktion hier gezeichnet. x² minus 6x plus 9, das ist diese Parabel. So, und wir sehen, dass die hier unten, hier bei 3, eine Nullstelle hat. Nullstelle 3, 0. So. Und es ist genau das Ergebnis, was rauskommt, wenn man diese Funktion hier gleich 0 setzt. Dann rechnet man eben die Nullstellen dieser Funktion aus. Das haben wir ja oben ja gemacht. Rauskam 3. Und das ist eben der x-Wert der Nullstelle. Also so kann man die Lösung der quadratischen Gleichung, wenn man sie 0 setzt, auch immer deuten. Gut, das war's für dieses Video. Tschüss.